Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Wir kämpfen gerade gegen den Drachen. Deswegen, ich wollte das vorher, letzte Folge waren wir bei 25 Minuten hier angekommen. Und ich möchte gerne, dass der Kampf richtig gut wird und sowas. Also ich spiele, der kann nicht so gut. Aber dass ne, wir viel Zeit haben. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ah, er schleudert mich. Es reicht jetzt, du Drache. Irgendwie nieder. Er fliegt bestimmt hoch, ne? Ja. Ich will doch nur da hochklettern. Wieso geht das nicht? Warum denn? Das ist so dämlich. Ich habe gedrückt Y gedrückt, damit ich den Schwert reinstecke und sie springt ab und zieht einfach. Die Steuerung ist manchmal beschissen einfach, ja? Da kann man nichts anderes sagen. Ich gehe da drauf, damit ich auf ihm bin und sehr viel Schaden machen kann. Und dann will ich mein Schwert da reinrammen und was macht sie? Springt runter. Natürlich, ich will meinen Tod springen. Das wollte ich machen. Das ist doch doof. Hä? Ja, können wir das überspringen, danke. Ich kletter nicht mehr drauf, so bescheuert. Thank you.
Was macht der? Los, greift an! Achso, jetzt stecke ich hier rein. Wieso fällt man denn hier runter? Wir kämpfen von unten oder so, keine Ahnung. Wenn wir den nicht irgendwie an der Seite hauen, der kriegt überall gleiche Schaden, ne? Außer an seine Schwachstelle wahrscheinlich. Kommt er? Was macht er da? So können wir nicht schießen. Kommt er auch wieder zurück, bitte? Er kommt noch mal runter. Wir müssen hier warten. Der kommt noch mal. Wir müssen erst rennen. Genau das. Lösch die Flammen, bevor es zu spät ist. Okay. Könnte er jetzt runterkommen, wäre nett. Spuck woanders in Flammen. Stört ja alles. Be sure to give its breath a wide berth. Evade it carefully. Then watch for an opening to strike. I shall draw its focus. The dragon's magics are fierce and mighty. Take care they do not catch you unawares. No call here. I shall draw its focus. Das Ding hat er zerstört. Ja, dann leck. Mio rennt da einfach durch. Wir haben einen. Wir haben einen. Jetzt fahr doch nicht weg.
Ja, wir müssen angreifen. Alles andere dauert viel zu lange, wenn wir hier ausprobieren. Er fliegt dann bestimmt wieder 10 Kilometer weg. Ich glaube, angreifen hier ist... Ich will kein Feuer abkriegen, wäre cool. Nee, es gibt auch keinen Weg zurück. Wie hat der denn das getroffen? Bitteschön. Was gegen Feuer hätten wir mitnehmen sollen, ne? Eine wärmende, sehr lindernde Brühe, ein Medikament zur Erfrischung, wird verwendet, um verstummt zu heilen. Feuer löschen die Elemente. So viel haben wir davon jetzt nicht. Ja. Könnte mal einer helfen? Ihr könntet auch drauf gehen oder so. Heilung wäre nett, ne? Los, geht da drauf. Die ganze Zeit hatten wir Heilung und sowas, ne? Und keiner wurde irgendwie... verletzt. Niemand wurde verletzt. Und jetzt? Wieso? Guck mal, ich roll da umher und sowas. Warum? Eine Heilung, danke. Ja, der macht hier alles kaputt, ne? Ja, ich will hier runter wieder. Ich will nicht auf den Drachen drauf. Dann werden wir sterben, weil ich da drauf bin.
Was passiert denn jetzt? Ich möchte da oben. Tötet ihn! Schön da oben rein! In seine Kehle! Ja, genau so! Mach schnell! Ja, nochmal! Ja, das tut ein bisschen weh, ist nicht so schlimm, wir haben Heiler da. Los! Macht was! Wir haben noch voll viel! Der soll wieder sein Feuer speien, bitte. Cool wäre, wenn der Schweif weg wäre oder so, ne? Aua, ich wollte eigentlich... Ja, komm her. Nicht nur das, wir können Ausdauer herstellen, so. Greift an! Egal was, wie viel Schaden macht. Irgendwas. Drache fliegt wieder umher. Ja, Sieg erringen ist die Bestimmung. Los! Ja, hier reinhauen, los! Und noch mehr! Wir müssen auf Mio und die anderen achten, dass sie nicht, ne? Wir kämpfen zusammen als eins. La 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 la, lass das mal. Wir kriegen das hin, los. Und können wir noch irgendwas erhöhen oder so ein Allheilmittel? Heilen stellt Gesundheit und Ausdauer vollständig wieder her. Heilt alle Schwächungen. Können wir sowas benutzen? Ich weiß nicht, wir behalten das lieber noch.
Schwächung durch Nest zu heilen. Wir haben nichts, das wir unseren Vasallen geben können, dass sie wieder mehr Leben haben, ne? Müssen ihn einfach versuchen, schnell niederzustrecken. Das Problem ist, er ist riesig, dass man an seinen Bauch kommen könnte, ne? Ja, dann macht er sowas hier. Ausdauer wiederherstellen. Fertig. Wir müssen laufen. Wenn er gleich wieder Feuer speit, dann, ne? Aua! Gib mir doch keinen mit den. Nein! Kämpf! Wir können ihn nur so angreifen, ne? Das dauert. Wir hatten ganz viele Chancen, dass wir an seinen Bauch rangekommen sind. Au. Wir müssen aber konstant das Leben oben behalten. Damit wir nicht so viel verlieren. Wieder das hier, ne? Nicht mehr so viel Ausdauer. Dings, wir können auch warten. Frage ist, kommt er jetzt runter oder nicht? Ja, der Bauch ist die Schwachstelle, so. Wir müssen ihn immer dahin kriegen, damit wir dahin kommen. Hier ist gut, wenn der so steht. Wenn der hier so steht, ja, ist das perfekt. Ach, Mann. Solange sie alle in der Nähe sind, ne? Die haben ihr als eigenes benutzt die ganze Zeit, ne? Aber auf einen guten Weg. Ich will nicht wissen, wie. Ja, auf seinen Bauch. Ich will gerne auf seinen Bauch, aber er hebt immer wieder ab und so. Jetzt macht er das, ne? Bitte greift an!
Ja, ah nee, das ist... Ja, wir sollen nicht zu viel davon benutzen, wahrscheinlich, ne? Kommt wieder runter! Ja gut, dann haue ich ihn jetzt auf seine Pfoten, bis er wieder umfällt. Und ich muss unter ihn. Was ist mit mir? Ich versuche die ganze Zeit. Nicht alles. Wir müssen noch auf die anderen achten, dass sie genug haben, damit sie sich wieder hochheilen können. Ich brauche alle Vasallen. Alle. Ich würde ja auch gerne auf den Drachen drauf, ne? Aber da fliege ich wieder runter und bin instant tot. Nö. Das meine ich. Ich weiche deinen Atem aus, okay. Gut. Das war jetzt nicht so ausgewichen, wie wir wollten, aber okay. Ich dachte ja auch, wir sollen seinen Atem ausweichen. Spring doch jetzt nicht immer hoch und runter. Hat Jayana denn noch was? Ja. Könnte sich heilen. Ja. Wir haben's fast. Ich konnte noch rennen. Ja, ich bin da. Ach, er dreht jetzt durch. Los, Direction gegen den Bauch. Bis nichts mehr geht. Okay, und jetzt laufen. Er hat uns nicht erwischt. Ich laufe immer weg, ne? Ja, aber ich glaube, der dreht jetzt durch. Ich glaube, er dreht durch, weil irgendwer an seinen Bauch geklettert ist. Mio schafft das.
dürfen nichts außer Augen verlieren. Wir müssen bei ihnen drunter bleiben. Er ist wieder am Speien. Haut ihm platt. Da, 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 da. Wir müssen ihn... noch ein Stück. Wir haben ihn doch fast. Das ist so krass, der Kampf, ne? Wir haben ihn fast. Wir haben uns dazu entschieden, zu kämpfen. Anstatt den Thron zu nehmen, weil das jeder macht. Nein. Hat das jeder gemacht, den Thron genommen oder gar keiner? Ich wollte sie beschützen, diese eine Dame da. Greift an! Jetzt sind wir in der Oberhand. Er hat nicht mehr viel Leben und wir... haben am meisten. Er steht gut. Er stand gut. Ich sag ja, er stand gut. Und dann ist er gesprungen. Greift an! Dass wir jetzt noch umgefallen sind, ne? Ich hab den Willen, guck. Ich zeig dir meinen Willen. Das war mein Wille. Ja. Aber das war doch unser Herz, oder? Was denn? Du kommst wieder. My will alone doth the world form a ring, an unending cycle. All is preordained, even my death at thine hands. Yet perhaps thy will is great enough to put an end. Mein Wille stark genug, um das ein Ende zu setzen? Ja, nur wie? Komplett ein Ende zu setzen. Klar, das kriegen wir hin. Das war's mit Dragon's Dogma 2. Cool. Was machen wir jetzt danach? Okay, das Spiel war sehr nice. Ich würde dem Spiel gerne, wenn wir hier schon dabei sind, eine 88 geben. Einfach nur, weil ich es nice fand. Ich weiß, es ist nicht so viel, aber es ist ja meine eigene Meinung. Und ja, es ist nicht perfekt, da kann man ganz viel noch machen und so, aber... es ist nah dran. Na, aber wir nehmen den Thron doch nicht, oder? Der Drache ist besiegt, ein Kreislauf, ja, aber 1000 Jahre werden jetzt wieder
da sein. Das ist nicht viel, aber ja. Der Wille ist stark genug. Das ist eine Krönungsfeier, ne? Ich gehe einfach nach Hause. Tschüss. Wir wollen doch nicht die Krönungsfeier haben, oder? Wir wollen nicht auf den Thron. Er hat doch gesagt, nimm den Thron oder mich. Wir haben ihn besiegt. Kann ich einfach rausgehen so? Ich will den Thron noch eh nicht haben. Tja. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß ja nicht. Bei Dark Souls konnte man sich entscheiden, ob man geht oder nicht. Also beim ersten Teil. Was da alles passiert. Was eingeläutet wird. Ich glaube bei Elden Ring auch, ne? Je nachdem, was man da einsetzt. Ja. Frieden, Souverän von Vermont geworden. Ich bin nach Hause gegangen. Hä? Das geht. Einfach tschüss. Ich bin rausgegangen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, lasst ein Like da. Ne, warte, wir starten noch. Spielen mit aktueller Stufe und Ausrüstung neu starten. Vom letzten Speicherpunkt ausladen. Wo ist denn der letzte Speicherpunkt? Wow, das nochmal. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die anderen Quests machen können. Nochmal neues Spiel, ist ja doof. Ich gucke, was man tun machen kann. Ansonsten war es jetzt das letzte Mal. Dann gucken wir, was wir als nächstes spielen werden, Let's Playen werden. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ne? Lasst gerne ein Like da, ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu drücken. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder im nächsten, sagen wir im nächsten Let's Play, ihr. Tschüss!